Willkommen bei Meyers TV. Hatte gerade mal wieder einen Frosch im Hals. Heute das Internet, die globale Vernetzung. Kernstück der neuen Medien- und Informationsflut aus dem Internet. So, hinter diesem Begriff verbirgt sich das weltweit größte Computernetz. Es besteht aus einem Verbund verschiedenartiger Teilnetze, zum Beispiel Datenbanken, Universitäten und kommunizieren mit Anbietern, zum Beispiel Warenhäusern oder Händlern. Jeder Rechner kann von zu Hause aus über eine Telefonleitung, Hotspot, WLAN mit dem weltweiten Netz verknüpft werden. Man spricht daher auch vom globalen Village, also vom globalen Dorf, in dem die Medien durch Kommunikationstechnologie auf der ganzen Welt so eng zusammenrücken, als ob sie sich in einem Dorf befinden. 1999 waren weltweit bereits 147 Millionen Internetnutzer registriert. Davon allein in Deutschland ca. 10 Millionen. Im Jahr 2001 werden es nach Schätzungen bereits 225 Millionen sein. Das Buch ist schon etwas älter. Heute hat eigentlich jeder zweite Internet, selbst die Rentner. Und man kann darüber einkaufen, übers Internet, man kann surfen, chatten, spielen und so weiter. Die Kinder spielen darüber eher Fortnite. Die Verbreitung des PCs selber. Möglich wurde die rasante Entwicklung des Internets, der Internetnutzung allein durch die massenhafte Verbreitung des Personalcomputers, auch PC genannt. Gemeint sind kleine Rechner, die auf dem Schreibtisch stehen können, auch Laptops, Tablets und so weiter. Längst sind die kleinen Rechner Giganten der Geschwindigkeit und Speicherkapazität geworden. Schon ein Rechner, der älter als ein Jahr, scheint reif für das Technikmuseum zu sein. Angefangen hat diese Entwicklung hin zum PC Mitte der 70er Jahre. Erst der 70er Jahre. Als erste Rechner für die Unterhaltungselektronik gebaut wurden. Und Anfang 1982 entstand der C64 von Commodore. Ach stimmt, ja, da Gott. Commodore, könnt ihr euch vorstellen, den konnte man zu Hause als Unterhaltungs-PC nehmen. Und da gab es dann, habe ich hier sowas? Disketten. Hauchdünn, hauchdünn. Und so groß. Muss man so reinstecken und muss man auch schön programmieren. So ein Ding hatte ich auch noch. Angefangen hat, ja genau, da war ich ja gewesen. Der meistverkaufte Heimcomputer aller Zeiten. Deswegen hatte ich den ja auch. Ich hatte, das Ding hat Jahre gehalten. In der Zeit danach war es vor allem die von Bill Gates gegründete Firma Microsoft, die zum weltherrschenden Softwareanbieter heranwuchs. Man schätzt, dass weltweit über 250 Millionen PCs nicht, also gibt. Nicht mitgerechnet sind die Kleinstcomputer, die sich inzwischen in nahezu jeden technischen Gerät befinden, zum Beispiel Fernseh, Handy und so weiter. Die ersten Computer wurden übrigens in den 30er Jahren entwickelt in einer Garage von einem Herrn Konrad Zuse, ein deutscher Mathematiker, der eine Rechenmaschine entwickelt hat. Die Rechenmaschine war so groß wie eine ganze Garage, hat man noch 100 Meter weiter gehört, wenn sie einmal an war, und war dafür geeignet, um 1 plus 1 zu rechnen. Das war der erste Beginn eines Rechners. Müsst ihr euch mal vorstellen, es hat sich über die Jahrzehnte von anderen Entwicklern immer wieder weiterentwickelt, die das Ding immer wieder neu erfunden haben, aber Konrad Zuse war der Urstein der Rechenmaschine des Personalcomputers in den 30er Jahren. Also 1930er Jahren, nicht 2030er Jahren.
Schule und neue Medien. Viele Schulen verfügen bereits über Computerräume, in denen sie auch internetfähige Rechner und Anschlüsse befinden. Das mit dem Befinden ist gut ausgedrückt. Viele Rechner sind zwar internetfähig, aber die Leitungen sind so uralt, dass wenn da 20 Schüler an den PC gehen, dass eine Seite aufzurufen bedeutet, man wartet eine halbe Stunde, bis sie kommt. Man hat das Gefühl, dass ISDN-Gerät irgendwo am Ende des Raums macht das mal piep, 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 dass man durch den ganzen Raum hört. Viele Schulen sind wahrscheinlich ja nicht weg. In erster Corona-Zeiten gibt der Staat das Geld raus, damit die Schulen endlich mal das Geld bekommen. Damit sie sich überhaupt für Homeschooling und alles Mögliche, was totaler Schwachsinn ist, Homeschooling, bringt den Schülern herzlich wenig. Ich kann das laut sagen, weil ich komme aus der Branche. Wenn die Schüler zu Hause Hilfe brauchen, ist es ja schön gut, dass der Lehrer oder sonst was mal da ist. Und bis dann mal irgendwann eine Antwort von dem Lehrer kommt, ist man dann wahrscheinlich beim Fußballspielen. Und dann macht man die Aufgabe wieder nicht. Ja, auf jeden Fall, in den Schulen wird es immer wieder weiterentwickelt. Die Möglichkeiten sind da. Und die Technik wird aber, ja, die Technik ist da, nur die Verbindung ist nicht da. Und an Schulen, die mangelhaft ausgestattet sind, die werden alle in den nächsten 10 Jahren so nachgerüstet, dass selbst die Schulen moderner sind als mancher Haushalte. Das kann ich jetzt schon mal sagen, aus internen Kreisen, weil der Staat hat eine Menge Geld an die Schulen rausgegeben, damit das gemacht wird. Wie die Schulen das anwenden und welche Schulen das bekommen, das weiß ich nicht. Nur, dass es die Möglichkeit jetzt gibt. Und damit verabschiede ich mich zur globalen Vernetzung des Internets.